3, 2, 1. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf der Hot Online Farm. Und zwar mit dem Freezy, mit dem Tiger und dem Andreas von dem Hot Online Team. Moin. Moin. So, es geht weiter. Wir haben das letzte Mal ein paar Specials gezeigt, haben uns vom Andreas ein bisschen was erklären lassen. Jetzt, meine Lieben, wollen wir eigentlich losfahren. Aber irgendwie geht's nicht. Wow. Machst du denn da schon wieder? Damit zu wenig Leistung? So, Raps setzt du da an? Siehst du da an? Lass mal eben kurz den Kurs übernehmen. Ja. So, war der Kurs? Habe ich glaube ich auch. Ja, da danke. Okay. So. Was gibt's Neues, Männers? Da. Dass wir voll heiß drauf sind, hier weiterzumachen. Wir sind quasi hot. Und wir sind online. Muss man hier auch sein, oder? Ja. Glaublich. Hot-Spiel wieder. Was? So. Okay. Ja. Wir sehen jetzt auf jeden Fall, das ist das letzte Feld, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich wollte noch hoch zu 1. Ach so, wenn das auch noch ist, dann müssen wir das auch noch machen, ja. Ja. Dachte ich zumindest. Ah? Nein. Ja. Warte ganz kurz. So, jetzt aber. Feuer. Wir brauchen einen Traktor mit mehr Leistung, ne? Andreas, da beißt die Maus keinen Faden ab hier. Was ich dich noch fragen wollte, hör mal, ihr habt da ja ziemlich viel, ist bei euch ja immer ziemlich viel los auf dem Discord-Server da. Ich sehe auch immer, wie schön ihr die Fragen da und alles beantwortet und so. Da habe ich mal so in die Liste so nachgeschaut, wer da so alles drin ist, ne? Wer ist denn hier die Miss Coffee? Mhm. Die ist immer mit Nastus on Tour. Mit wem? Nee. Mit Nastus, ich weiß nicht, ist das ein Begriff? Nee. Das ist auch ein Streamer. Aha. Einerjeniger welcher, der unsere Map als erstes in die Finger hatte. Okay. Ja, ich muss immer alles wissen. Ganz schön neugierig, muss ich feststellen. Ja. Ah, hey, mich, was ne? Hatte ich gesagt? Sojabohnen hatte ich schon weg. Raps. Ich hab jetzt nur an. Okay. Das Sonnenblumen. Ist ja. Für. Was wollte ich jetzt sagen? Okay, Freezy, warum? Also was? Ich was dachte, dass ich die kenne, aber... Warum fragst du? Ja, das ist doch nicht. Echt? Ich dachte, das wäre eine Schwarzhaarige mit Brille, aber... Nee, nee. Nö, glaube nicht. Ja, wir versuchen halt den bestmöglichen Support zu bieten. Das finde ich echt klasse. Auf der anderen Seite ist immer natürlich hilfreich über jeden Fehler, der gemeldet wird, ist ja ganz klar, ne? Ja, ja, klar. Und da ist natürlich. Natürlich Discord, muss man sowieso mal ein Lob aussprechen. Perfekt, also wie ihr da, wenn jemand reinkommt und sagt, ey, ich habe da das und das Problem oder den und den Fehler, ihr geht da mit einem Witz ran, weißt du? Ich kenne da andere Modders, die werden da ganz schnell aggressiv, weil wenn man sagt, wir haben da einen Fehler gefunden, da funktioniert das. Ja, achso, ja, genau. Ja, dass sie dir überhaupt antworten, ne? Naja gut, also vor manchen Sachen bin ich dann auch erstmal im Überlegen, weil ja, gut, gesagt, aber ich kenne ja nur wirklich die Map. Und wenn dann einer schreibt, das und das ist das Problem, manchmal sitzt das Problem auch wirklich 20 cm vor der Tastatur. Normal, das ist normal. Ja, aber das hast du überall, deswegen ich gehe da mit meiner ganz normalen Art ran und dann ja, warte ich ab, was da als nächstes kommt. Was so für Aussagen kommt, das ist ja immer ganz unterschiedlich. Ja.
Nee, immer wenn ihr sprecht und ich spreche gleichzeitig, pegelt er den Sound runter. Ich suche gerade, wo das nochmal war, wo das nicht mehr tut. TeamSpeak. Oder? Problem? Wer hat eigentlich den Verkehr bei euch ausgemacht? Kann sein, dass wir das ausgemacht haben. Nee, weiß ich gar nicht. 100? Keine Ahnung. Hm, okay. I need a love. Yeah. Na ja, denkst du hier die Klappe aufmachen? So, warte mal, wo sind wir denn? Wir sind. Auf, was passiert gerade auf Feld 7? Ach, Ding. Ja, da fehlt noch eine Bahn. Was meinst du mit Klappe aufmachen? Ich war am Bahnhof und ich mach gerade Geld. Hä, wie denn das? Wir hatten noch was im Lager, ich habe da nicht alles weggefahren in der letzten Folge. Ja. Ja, und da habe ich gerade die. Ich weiß ja nicht, ob ich beim Abkippen hier die Klappe aufmachen muss. Du, ich habe schon so viel gebaut. Ich habe jetzt gerade erst in die letzte Version wieder was ein neues Feature eingebaut. Tiger. Bei manchen warte Sachen. Mal, warte mal ganz kurz. Okay. Tiger, wie viel PS hat dein Traktor? Warte. Sorry, Andreas, nur mal ganz kurz, weil ich glaube, ich muss hier mal mit Tiger tauschen. 145. Ich glaube, mein Hurlyman hat weniger, ne? Ja. Lass mal tauschen kurz. Ganz schön ein Krampf hier. So, dankeschön. Jo. Ja, also bei manchen Sachen abkippen musst du halt einfach die Klappe aufmachen. Ja, okay. Und deswegen habe ich jetzt überlegt, muss ich jetzt hier die Klappe aufmachen? Muss ich sie nicht aufmachen? Ich habe halt manchmal eine große Klappe. Ich noch einen. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich wollte gerade sagen, der fummelt gerade am. Was ist das eine sehr gute Funktion, wenn ich so rede und der dich leiser pegelt? Na jo. Ja, ich dachte, du willst auch mal was tun. Ja, lass doch die eine Bahn aus am besten. Wir lieben uns innig. Ich verstehe nicht, was sagt der? Das ist einfach nur ein Arsch. Das ist alles. Mhm. Na dann. Richtig. Ach, mein Saatgut ist alle. Kannst du mich machen. Bissi, geh mal zum Hof und mal mein Saatgut. Ja, das ist ja falsche Richtung. So, warte mal, am Hof hat man, weil ne? Der Hof direkt hier vorne am Feld ist. Ach nee, schon gut. Ja, alles gut, fahr weiter. Ja, ist ja nicht mehr unser. Na, da ist ein Hof, ja, aber das dauert noch ein bisschen. Macht nichts, kleiner kannst Bo, du ja ey. Nicht wissen. Nimmst ja nicht aktiv am Spielen teil. Boah, seid ihr wieder nett zueinander. Damit muss ich mich Tag für Tag rumschlagen, ey. Aber. Ich. Mich. Meinst du wohl. Du musst dich damit lassen. So. Soll ich den Mais auch noch verkaufen? Gibt auch 8,46 für. Hau raus. Na gut, fahr ich den Mais auch noch weg. Hauptsache, wir kriegen einen neuen Traktor. Da muss aber lange Getreide wegfahren für, weißt du schon, ne? Ach, Quark. Hier reicht so ein... Keine Ahnung. Ich geh gerade... Sonne zum Hof. Bei Kuhsaft war unser Hof, ne? Ja. Ja, genau. Da, wo ich gerade rumgammel. So, jetzt sehe ich nur leider nicht, wie ich am dümmsten dorthin komme von der Straßenführung her. Doch, du fährst geradeaus weiter bis zur nächsten Kreuzung und dann rechts. Ja, okay, also muss ich nach außen rumfahren. Schade. Also ich habe mich immer noch McDonald's gerichtet. Echt? Wo ist hier McDonald's? Ach ja, McDonald's.
Ja, da die Straßenstelle, wo McDonalds draufsteht, Friesi, mein Gott, ey. Was du schwer denkst, ey. Hä? Aber, hä? Hab ich jetzt nicht verstanden irgendwie. Ja, bei McDonalds gegenüber ist unser Hof. Ja, gut, aber du hast dich nach McDonalds gerichtet. Ist ja okay, weil das ist ja bei unserem Hof. Deswegen ja. Hab ich das jetzt irgendwie nicht verstanden. Weil auf den Straßenschildern halt McDonalds draufsteht. Und danach habe ich mich gerichtet. So. Ich dachte wahrscheinlich von dem Running Gag, den ich nicht verstehe. Mit Kuhsaft Inc. kannst du das auch machen, oder beziehungsweise Molkerei. Kuhsaft Inc., ey, das ist auch so ein Name. Ja gut, die meisten sind ja, die meisten Sachen sind ja Wortspiele, ne? Ja, sicher. B. Olle. Hat der Friesi ja, eigentlich schon den Namen von dem von der Monsterfabrik ja, genau. gelesen oder der Inhabernamen? Frankenstein. Ja, das ist halt alles so nach können und wir nach, einen Deal was? Machen? Darf ich der Inhaber sein? Von was? Von der Monsterfabrik. Könnten wir auch drauf schreiben. Ja. Aber McManus. Nee, warte. Könntest einfach draufschreiben, The Ultimate Hunter. Ugh, Hunter. Oh mein Gott, Hilfe. Ach ja. Ja. Dann am besten noch einen Tag durch auf die Map, wa? Oh, hallo. Ich da, glaube, das bist du, Markus. Irgendwer hat wieder am Bahnhof die Tür aufgelassen. Unglaublich. Ja. Weißt du nicht, wer ständig am Bahnhof da rumpimmelt? Ich? Ja, komm halt. Na, wäre ich mir nicht so sicher. Wen hast du denn hingeschickt zum Bahnhof? Hm? Nee, sag das nicht. Ja. Wer wir beide sollten das Röckchen hier anziehen. Pimmel. Ja, ich nicht. Wie sie? Ja, finde ich auch gut. Ja, wegen der Solidarität. Aber ich war eine Mimi und so konnte ich keine Rock anziehen, deswegen habe ich bloß so eine Tiger-Leggings. Eine Leggings. Oh, Alter, ey, ohne Scheiß, ne? Hör mal auf. Oh, ja, quatsch nicht, ey. Boah, wenn ich gerade an Freezy in der Leggings denke, Alter, da zieht sich gerade alles zusammen bei mir. Oh, und so das finde ich Tino nicht so schlimm, weil er macht ja aktiv Bodentouren. Hallo? Da hat er auch öfters mal eine Leggings an. Darf mal gut sein. Schwebebike ist meine Stärke, wollte ich nur mal anmerken, ne? So, der Spritpreis ist um 5 Cent gefallen, wollte ich euch nur sagen. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil keiner getankt hat für 1,309. Ich schaff das, glaube ich, nicht. Mein Tank ist selber gleich leer. Nein. Ah. Wie ist das Feld fertig angesehen? Bin ich umsonst zurückgefahren? Gut, wo ist Feld 1? Weil es, ach, da oben, da kommen wir ja nicht hin. Na doch, du müsstest höchstens ja da am Rand so dich durchschlawenseln. Ach. Aber nicht. Haben wir die 3? 3, 7 und 12 angesehen. Ja, dann. Ja. Oh, 65k haben wir jetzt schon. Ja, hab ja genug weggefahren. Was, was würde Sinn ergeben? Was sollten wir zuerst machen hier? Oder was sollten wir in Angriff nehmen? Die Holz. Brauerei oder ja, keine Ahnung, was halt. Ja, ich würde Holz machen. Ja, ja. Mit Holz kannst du, ja, du brauchst ja sowieso für alles die Brau- oder das Holz. Auch für die Brauerei brauchst du im Endeffekt Holz. Ja, deswegen hatten wir ja schon Holz gemacht. Ja, wir haben Holz, wir haben Holz in die Dings gefahren, in die Palettenproduktion. Ja, du kannst aber Holz doch auch verkaufen. Kannst du doch Geld mit verdienen. Ja gut, aber wir brauchen ja Paletten. Ja, aber hast du mal in der Version bei der Brauerei geguckt? Bist du dir sicher, dass du da jetzt so einfach mal Bier brauen kannst, beziehungsweise in Kisten abfüllen kannst? Dann solltest du vielleicht mal gucken gehen. Nicht. Wirklich. Warum nicht? Ja, weil du dann erst die Abfüllanlage kaufen musst. Ja, hey, ihr verarscht mich doch, oder? Nein! Hat er recht, ich war gerade da. Scheiße auf die Abfüllanlage!
Das wird in gelbe Säcke gefüllt. Fertig. In gelbe Säcke, ja. In deine Hosentasche, ich weiß. Klar. Hast du noch nie die Moonshiners geguckt? Nee. Moonshiners? Was? Hört sich an wie ein Fanclub von Twilight, ey. Nee. Echt jetzt? Nein, kenn ich nicht. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Wenn ich da was gucke, gucke ich Steel Buddies oder so. Was noch nicht? Ich weiß gar nicht, was das Zeug da kostet. Wenn ich was gucke, gucke ich Steel Buddies. Ja. Ah. Weißt du ja nicht, was Moonshiners ist? Moonshiners sind die Schwarzbrenner. Ja, schön. Also, geh schon mal die halbe Million zusammensuchen für die Hauerei. Alle verarschen die, ey. Nein, ich war doch gerade gucken. Oh! Und Kartons und Paletten brauchst du auch eine halbe Million für, nur mal so nebenbei. Hä? Wie willst du das denn zusammenkriegen? Arbeiten. Ja, super. Holz Freezy, machen. Hörst du's? Vier Leute, vier Kettensägen. Weißt Bescheid. Also brauchen wir doch mal ein Jüngerding. Müssen wir jetzt echt hier das übelste Ding durchschrubben mit Holz oder was? Ja, wie willst du das sonst machen? Oder musst einen Kredit aufnehmen? Aber ich glaube, du hast noch einen. Und feste gegangen. Ja. Na, was ist denn mit Bank auf Hagenstedt? Hab ich nicht. Ja, dann müssen wir jetzt, dann müssen wir jetzt halt wirklich alle vier Mann runter, wo die Eisenbahn ist, wo wir direkt auf die Eisenbahn laden können. Und müssen da jetzt fix Holz mal rauskloppen, oder was? Kannst du übrigens auch auf zwei Ecken, ne? Das weißt du schon. Ja, Holz kann machen. Sein. Also wir hatten das damals halt, haben damals halt die Ecke genommen, weil es ja direkt da in der Nähe war. Aber das sollten wir zu viert machen, dass das wirklich so schnell wie möglich geht. Ja, dann... Feuer frei. Würde ich sagen, ich hol mal den Zug. Da ist der schon da, ne? Ich glaube, es sind schon drin. Schauen wir mit dem Zug. Holen wir den Zug? Haben wir einen Frontlader? Haben wir nee, Frontlader haben wir nicht. Da haben wir nicht, ne. Du ja, weißt gut, wir haben ja da unten den Dings, ne? Den Kran. Seilwind oder so. Ja, da unten haben wir einen Kran. Also wer ist der sichere? Naja, aber irgendwie müssen wir es ja, dann brauchen wir zumindestens. Ja. Nee. Ja, du hast doch 60.000, hast du gesagt. 65.000, ja. Da haben wir die Seilwinde drauf. Bisschen Kredit könntest du dann bestimmt auch noch aufnehmen. Seilwinde wäre hier perfekt. Kann man nicht drauf. Ah. Macht Sinn, einen Traktor zu verkaufen und dafür einen anderen mit Frontlader zu holen? Macht eigentlich immer Sinn, oder? Ja, naja, es kommt noch an, ob das Minus halt nicht zu groß wird. Mal gucken, was wir für den Höllimann kriegen würden. Ja, der Höllimann. Ja, du kannst ja an den Dings kriegst du ja auch einen Frontlader dran. An den Steyr, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen klein sein. Meinst du? Selbst der Case sollte auch einen Frontlader können. Aber ich weiß halt nicht, wie weit das dir was bringt. Oder mehr Gewicht die Folge nicht immer moderieren? Denke ich auch. So, warte mal, dann schauen wir mal eben nach. Ja, gut. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Wir sehen uns natürlich in der nächsten Folge wieder.